Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellen Video hier auf dem Kanal. Heute ohne Facecam, denn ich habe gerade nicht so viel an, wollte mich nicht extra anziehen, aber ja, ich wollte euch jetzt nicht belästigen. Darum lasse ich die Facecam heute mal weg. Es gibt, oh, hat sein Mate eben angefangen zu spinnen. Es gibt hier ein leckeres Overwatch für euch, ich hoffe, dass es lecker wird, auf Cash. Und ich, also entweder hat sein Mate eben einfach nur die Maus hochgedreht und sich gedreht. Oder er hat angefangen zu spinnen. Oder sah es einfach nur so aus im, ich weiß auch nicht. Also im Augenwinkel. Also es sah zumindest kurz so aus, als wenn er da links hin und her spacken würde. Naja, wir gucken mal. Im Moment sieht noch alles ziemlich in Ordnung aus. Aber das kann sich ja ändern. Ich hoffe es aber nicht. Denn die letzten paar Overwatches waren alle verhackt. Also ich glaube, wenn wir die letzten 20 nehmen würden, hätten wir da maximal ein oder zwei Fälle, die schwierig waren, beziehungsweise die clean waren. Und der Rest war halt, naja, was soll man sagen? Drehende Kackvögel. Und ich hätte doch jetzt wirklich gerne mal wieder so einen Fall, wo man sagt, guck mal da, warum kam der Reporter überhaupt rein? Sowas hätte ich jetzt gern. Wir schauen mal nach dem Ping. Geht auf jeden Fall. Die Gegner haben schon einen Bot. Suspect steht da mit 11, 2, 6. Jetzt nicht sonderlich gut. Also, der erste von denen, der Anchor, der Anschor, steht auf jeden Fall deutlich besser da. Vor allem auch nur zweimal gestorben. Guck mal, wie lange das Spiel schon läuft. Und er ist nur zweimal über das gesamte Spiel gestorben. Aber wobei, der Whale auch. Also, sie stehen eigentlich alle recht prächtig auf dem Scoreboard. Naja, Augen offen halten und beobachten. Und vor allem schön nach den Bunny Hops gucken. Ihr wisst ja Bescheid. Ich bin da jetzt nicht der König, der Bunny Hops. Ich habe jetzt gerade darauf gehofft oder gewartet, dass er irgendwas macht, dass er anfängt zu hoppeln, zu fliegen oder sonst was auspackt. Nee, ich hab nicht drauf gehofft, aber eben im Speziellen hier bei dem Heruntergehen drauf geachtet. Aber es sieht alles gut aus, oder? Also die Smoke, was soll man dazu sagen? Er dümpelt rum. Er guckt mal in Mitte. Whitebox kommt jetzt gleich, sonst ist keiner Mitte. Da kommt der Molly. Er müsste also wissen, wo der Gegner steht. Schmeißt ihn also auch schön an, läuft. Oh, da hat er genascht. Da hat er genascht. Vielleicht ist es auch ein Trash-Talker. Das wissen wir leider nicht, weil man eben nicht auf den Voice-Chat zugreifen kann, beziehungsweise auf den Text-Chat. Von hinten kommt jetzt gleich einer durch. Der hat die Bombe wahrscheinlich auch gecallt. Und schon ist der Suspect weg. Ich bin echt gespannt, was da los ist. Als ich eben angemacht habe, die ersten, ich glaube, 10 Sekunden, die habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Also da habe ich noch kurz, habe ich einfach kurz laufen lassen. Da ist er am Spawn gestanden. Also möglicherweise war halt über eine längere Zeit hinweg AFK, aber ja, ich habe jetzt nur ein paar Sekunden gesehen und das ist wirklich nicht tragisch, das passiert immer mal. Die da hinten wissen, glaube ich, nicht, was er machen soll mit den ganzen Waffen. Ist die letzte Runde, jeder kauft, was er kann und sie dümpeln halt da, was sind das jetzt, was machen die? Was betreibt, also das, was die drei hier machen, ist schon so ein bisschen spielbehindernd, weil ja, die anderen beiden laufen vor. Und so wie es aussieht, ich dachte gerade, verlieren sie sogar die Bombe am T-Spawn. Also 7 und 9, ich hoffe, ihr erkennt bestimmt auf der Map die Zahlen. Ne? Also so gut müsste die Auflösung sein. Die sind halt jetzt erstmal auf A, haben A komplett geklärt und die Bombe ist nicht da. Sowas fuckt dann schon dermaßen ab, dass man da möglicherweise einen Report drücken könnte. Aber auf der anderen Seite, der eine T ist komplett AFK, die Nummer 3. Nummer 5 steht bei K und schaut jetzt Richtung A, was da so abgeht. Ja, und Suspect, hat Suspect die Bombe? Ja, ne? Er hat die Bombe, okay. Das könnte jetzt ein oder zwei Reports halt, ausmachen. Diese eine Runde hier, und zwar eben von 7 und 9. Aber das gibt, soweit ich weiß, kein Overwatch. Wobei, mal gucken, was sie in der nächsten Runde machen. Also das ist auf jeden Fall spielbehindernd, was sie hier machen. Das ist jetzt schon über einfaches Rumdödeln hinaus. Ja, guck mal da. Pass mal auf, die haben die Runde jetzt komplett gewastet, ne? CTs haben eben gewonnen. Also da, ja, kamen sicherlich mindestens zwei Reports rein. Aber arg schlimm. Also, das reicht halt nicht für den Overwatch. Da muss noch was kommen. Aha, okay. Das Ganze ergibt langsam ein Bild. Oh, oh. Mal gucken, ob er jetzt auf A auch wieder nur Kacke macht oder ob er wirklich dran geht. Mitte ist nichts. Also ich könnte mir vorstellen, dass da ausschließlich Grief vorliegt hier bei ihm. Er hüpft die ganze Zeit, ist wirklich wie ein Aff.
Da steht ein Feind, er schießt nicht auf ihn. Die Jungs, die tot sind, schreien wahrscheinlich schon sich die Seele aus dem Leib, dass er was machen soll. Könnte ein Smurfer sein, der halt wirklich auf der untersten Elo smurft. Weil der eben auch überhaupt nicht getroffen hat, dieser eine T. Okay, gut, also ich denke, es wird langsam klar, ja. Es kristallisiert sich heraus, was da los ist. Wir gucken mal, ob er hier überhaupt schießt. Naja, ein bisschen, aber viel war da jetzt auch nicht. Diamond fängt an, sich zu drehen. Er springt um ihn rum wie um den Maibaum. Ja, ich glaube, das war's zu dem Fall, Leute. Ich glaube, da kann man vorspulen. Wir wissen, was hier los ist. Hoffe ich doch. Die Armen. Echt bitter für die zwei, die das versuchen, ernst anzugehen. Ich meine, der Win schien ja auch erstmal drin gewesen zu sein, ne? Sie waren sehr gut in Führung gestanden. Aber jetzt holen die Gegner natürlich alles auf. Wenn hier das Team nichts macht. Guck mal, die warten ja ausschließlich. Die chillen dann nur rum. Nummer 9 und Nummer 7 gehen ran und versuchen irgendwas zu machen. Bombe ist gelegt. Ja, okay. Alles klar, gut. Aber eine nicht wirklich nette Abwechslung, aber eine Abwechslung zu dem restlichen Kram. Da war Grief am Start, der Rest jetzt nicht, das sage ich jetzt ganz offen. Normalerweise frage ich euch ja immer, was ihr so glaubt und so weiter, aber ich denke, hier ist es eigentlich ziemlich offensichtlich, außer ihr habt noch was gesehen. Natürlich könnt ihr trotzdem schreiben, ob ihr noch was gesehen habt und eben auch, wie ihr dieses Verhalten findet. Also, ob für euch jetzt auch so klar war, dass es Griefing war, da sagt ihr, ja gut, das waren Spaßvögel, sowas macht man mal, ist doch lustig und so weiter und so fort. Ja. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video und vor allem morgen auch wieder im... Warte, halt, heute ist Sonntag. Übermorgen im Livestream. Dienstag, 18 Uhr geht's wieder los. Hasselt ordentlich rein. Vielen Dank für eure Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Ich hab euch ganz arg lieb und wir sehen uns dann. Ciao, ciao.